Penalty schießen. Und der erste, der schoss, war Tom Ralston vom Sportbund Rosenheim. Und er markiert auch das erste Tor. Beim Penaltyschießen ist das Reglement ja folgendermaßen. 5 Schützen muss jede Mannschaft nominieren. Fällt dann keine Entscheidung, geht es, bis einer verschießt. George Fritz und Karl Friesen hat keine Mühe abzuwehren. Der dritte Penalty, jetzt Manfred Ahne für Rosenheim. Matthias Hoppe. Neue Hoffnung für die Schwenninger. Mike Bukowski tritt an. Gegen Friesen. Und er wehrt zum zweiten Mal ab. Immer noch also mit einem Tor im Vorteil der Sportbund Rosenheim. Jetzt Georg Franz. Und zum zweiten Mal Matthias Hoppe bezwungen. 2 Tore Vorsprung also jetzt in diesem Penaltyschießen für den Sportbund Rosenheim, den Favoriten in diesem Viertelfinale. Dieter Willmann. Erster Treffer für den Schwenninger ERC in diesem Penaltyschießen, also Anschluss. Aber noch kamen 4 Schützen. Zunächst Franz Reindl für Rosenheim. Hoppe wehrt ab. Dann Mike Lay, der Schwenninger, gegen Karl Friesen. Alles wieder offen, 2:2. Penalties verwandelt. Und nun Ernst Höfner. Matthias Hoppe, erneut hat er ihn gestört, den Rosenheimer Stürmerstar. Und jetzt hat Tony Curry, der Kanadier, in Diensten des Schwenninger ELC, die Siegeschance auf der Kelle. Und Friesen hat Nerven gezeigt, hat bewiesen, dass er der stärkste Torhüter ist. 4:4 also und jetzt die letzten Penalties. Zunächst Raimund Hilger, glänzend gemacht von Matthias Hoppe. Michael Steiskal ist nun an der Reihe. Es ist der 16. Penalty in diesem Spiel. Wir haben einige ausgelassen, weil sie allesamt von den Torhütern gehalten wurden. Jetzt also Michael Steiskal für Schwenningen, 23 Jahre alt. Er spielt im dritten Sturm der Schwenninger gegen Karl Friesen. Trifft er, ist die Partie entschieden. Und er trifft. 5:4 heißt es nach Penaltyschießen zugunsten des Schwenninger ERC gegen den Sportbund Rosenheim. Und damit haben die Schwenninger es geschafft, zumindest ein zweites Heimspiel noch zu erreichen gegen Rosenheim. Man muss am Dienstag in Rosenheim zum dritten Playoff-Spiel antreten und empfängt dann am Freitag nächster Woche zum vierten Spiel, vielleicht schon zum entscheidenden, Schwenningen gegen Rosenheim, wieder in eigener Eishalle. Damit zurück nach Stuttgart. Ja, gute Nerven muss man den Schwenningern allemal attestieren.